Die Welt sieht anders aus, nicht nur, weil ich jetzt aktuell gerade in Frankfurt mitten in Deutschland bin, sondern auch, weil der Markt tatsächlich ein bisschen anders aussieht aktuell. Die Indizes mit roten Zahlen, also im Moment auf dem Abwärtsmarsch, und wir haben das zwischendurch gesehen, sehr, sehr hektisch schon nach unten. Aber noch kein Sodom und Gomorra-Mod, im Gegenteil, es ist alles noch in Ordnung, vorläufig zumindest mal, denn es gab schon eine Anschlussbewegung, die dann wieder in die Gegenrichtung gelaufen ist, relativ harmlos, also noch ganz von der Auswirkung oder vom Ausmaß. Aber wir sehen schon, dass die Panik, kann man schon Panik sagen? Nein, aber dass zumindest mal die Motivation, die Geschwindigkeit nach unten deutlich zugenommen hat. Wir müssen also damit rechnen, dass sich da vielleicht das eine oder andere nochmal ändert. Vielleicht gerade heute Nachmittag, 17 Uhr, da wird nämlich Fed-Chef Powell aussagen. Und da ist auf jeden Fall damit zu rechnen, dass das, was er anspricht, den einen oder anderen Marktteilnehmer motiviert, ein bisschen mehr Aktivismus zu zeigen. Ob auf der Long- oder auf der Short-Seite, das werden wir tatsächlich sehen. Aber es ist mit aufkommender Volatilität am Nachmittag zu rechnen. Also insofern, ein bisschen Einfluss ist noch da. Wohin das Ganze dann mündet, das kann man eigentlich nur raten. Wir sind im Moment, ich habe es ja schon an vielen Charts gezeigt, ein bisschen an der Oberseite angekommen. Was ist eine Oberseite? Das ist immer schwer zu sagen, aber zumindest mal mit Chancen, dass der Kurs jetzt eine Deckelbildung macht. Das ist noch kein Versprechen, dass der Kurs dreht, aber wir können zumindest mal bewusst da auf diese Marken ein bisschen aufpassen, denn wir müssen damit rechnen, dass der Kurs da vielleicht tatsächlich dreht. Deshalb ist der Intraday-Chart da so wertvoll. Gold hat ein ganz gutes, interessantes Bild im Moment. Da geht es nämlich erstmals seit längerem nicht nur so wackelig nach oben, sondern erstmal wieder ein bisschen steiler. Also möglicherweise kriegen wir da den richtigen Input, dass wir das Tief gesehen haben. Was besonders passend ist, denn wir sind charttechnisch dort mit Fibonacci, mit Trendkanal und so weiter dort auf einem Niveau angekommen, wo das sehr, sehr realistisch ist. Also insofern dort nochmal aufpassen. Ansonsten 17 Uhr habe ich genannt. Wichtiges Datum heute im Laufe des Nachmittags. Ansonsten immer drauf gucken auf den Markt und ein bisschen Freude verspüren, wenn die Märkte dann in Wallung geraten. In diesem Sinne nochmal einmal von dieser Seite der Welt, also ziemlich heimisches Bild für die meisten von uns wahrscheinlich. Ich werde noch für ein paar Tage in Deutschland sein, bis nächsten Dienstag. Dann gibt es wieder Bilder auch aus Japan. Am Wochenende ist die WOT. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit, dass wir uns sehen. Wäre ja sehr schön. In diesem Sinne erstmal alles Gute.